Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3. Das letzte Mal haben wir uns jetzt ja hier ein bisschen über den Friedhof oder eher zum Friedhof gekämpft. Die sind noch Zombies. Lass die ruhig da sein, die bringen eh nichts. Aber XP! Warte mal, kann sein, dass sie behindert sind, ja. Also du hast mich geführt. Nee, wir waren ja schon mal hier, wir hätten uns hier einfach hinporten können. Warum folge ich dir überhaupt? Du hast selber nicht mehr gewusst, sei ruhig. Ja, weil ich dir folge, ich hab dir vertraut. Das ist wie in Guild Wars. Wie in Guild Wars 1, wo du mich immer sonst so hinführst. Wir kommen aber am Ziel an. Es dauert nur länger als erwartet. Oh Mann, ich seh's kommen. Falls wir mal wirklich irgendwann das Guild Wars Projekt anfangen. Das Projekt wird 700 Folgen haben. Mindestens. Bis dann kennst du ja vielleicht selbst den Weg. Nee, wir werden jedes Gebiet ja nur einmal spielen. Und das Ding wird auch überhaupt nicht gecuttet. Also wenn wir 100 Mal verlieren, wird es auch 100 Mal gezeigt. Du weißt ja, dass ich jetzt in Zukunft ein bisschen cutten will, aber ja. Das wird richtig lustig. Weißt du, was ich eh cutten muss? Was? Dragon Age Inquisition. Niemand will sehen, wie du 8 Stunden von Punkt A nach Punkt B läufst. Ohne Scheiß, das ist das größte Problem des Spiels. Wenn es diesen Makel nicht geben würde, wäre es mein Lieblings-Dragon Age, aber das ewige Rumlaufen, ohne dass was passiert, zerstört. Ich bin ja mal gespannt, wie das in Mass Effect Andromeda wird. Sie meinen ja, die Welt wird noch größer als dort. Oh toll, noch mehr sinnlos rumlaufen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Tja, die gehen halt zu ihren Wurzeln zurück. Mass Effect 1. Wo du Planeten fährst, wo nichts ist. Geil. Ja, das Beste. Naja, also. Dude, mein Let's Play hat 100 Folgen und davon ist irgendwie 50 Folgen über den Planet fahren. Also wenn ich du gewesen wäre, hätte ich das rausgecuttet. Du weißt, dass ich zu dem Moment gar nichts gecuttet habe. Ja, das ist das Problem. So, neue Rüstung. Nee, das ist was, das werde ich in Zukunft nicht mehr so handeln. Absolut nicht. Anglizismen und so. Richtig Gangster hier. Die fresche Scheiße. Ich habe doch schon immer Anglizismen benutzt. Ja, keine Ahnung. Handeln, das kam aber. Das hat sich voll komisch angehört. Richtig. Ich habe schon immer so geredet. Du kennst mich schon, keine Ahnung, 5-6 Jahre. Ja, aber ich habe nicht gehört, dass du Handeln gesagt hast. Das ist ein Wort, das nutzt du nicht, sogar wenn du Anglizisten benutzt. Husten. Wenn du nicht gesagt hättest, dass das Husten ist, hätte es keiner gewusst. Ja, weißt du. So unauffällig ist das. Ja, ich meine, weißt du, das, was mein Charakter gerade tut, ist laufen. Darauf wäre auch niemand gekommen. Ja, du musst so kommentieren wie Arnold Schwarzenegger in Filmen. Also, now, get to the chopper! So. Das ist richtig. Aber an sich, wenn du ganz ehrlich bist, hat der eigentlich immer genau das gesagt, was er gerade tut. Ist wirklich so. An sich gesehen ist Arnold meiner Meinung nach auch nicht unbedingt ein guter Schauspieler, aber er ist perfekt für die Rollen, die er spielt. Ja, weil die alle gar geistig behindert sind. Nein, weil das alle cool, macho-männlichen Typen sind. Sag ich doch, geistig behindert. Das ist cool, Alter. Das ist machissimo. Terminator wäre nie so gut geworden ohne Arnold. Aber es gibt noch andere Leute, die genauso geistig behindert sind und ähnlich aussehen. Arnold ist ein Profi. Du bist doch nur neidisch. Oh, Level up. Ah, hatte ich schon längst davor. Ach, scheiße, du bist schon Level 13. Ja. Warum bist du immer eine Sekunde vor mir Level up? Das ist unfair.
Und jetzt skillt der Pisser auch noch und lässt mich warten. Ich muss. Du musst gar nichts. Kann ich hier auch mal was Gutes droppen? Nein. Wieso? Weil. Warum? So habe ich das mal ein bisschen geändert. Ich sehe gerade, ich habe auch neue Skills dazu bekommen, aber die sind alle scheiße, weil der Schildstoß alles wegdeckt. Ich habe jetzt, wie heißt der Skill? Woge des Lichts. Denkst du, ich merke mir die Namen des Skills? Wow, das war eine Glocke. Ja. Das sind Mönchskills. Verstehe. Ich nehme eine Glocke und hau dir dann auf deine Glocken. So funktioniert das. Ja, aber ich habe die goldene Glocke trainiert. Du weißt ja, was passiert, wenn man das beherrscht. Ah, du legst deine Eier nach innen, so wie eine Frau. Nein, du Idiot. Doch, eigentlich passiert genau das. Nein, tut es nicht. Apropos goldene Glocke, hast du dir eigentlich mal One Punch Man angesehen oder? Nein, immer noch nicht Du angesehen. musst. Irgendwann. Irgendwann. Demnächst. Eigentlich finde ich es wirklich mal, weil diese Season gibt sowieso nur zwei Animes, die ich mir ansehe. Und diese sind sich beide ehrlich gesagt sehr ähnlich. Wir müssen eine Höhle finden. Nur will die Höhle, glaube ich, nicht, dass wir sie finden. Das Gefühl habe ich auch. Wir könnten auch natürlich nur deinen Kopf aufmachen und durch die Leere da drin wäre auch eine gehende Höhle. Burns. Nee. Oh. Es ist nur ein Burn, wenn es wahr wäre. Es ist aber wahr. Nicht im Vergleich zu dir. Oh. Aasfresser Höhle, das ist nicht die Höhle, die ich gemeint habe. Egal, da gehen wir rein. Da gibt es hier was zu essen. Fleisch ist Fleisch. Ja, ich weiß, deine Leute gehen nach dem Prinzip vor. Warst du nicht die Person, die mir vor langer, langer Zeit erzählt hat, das ist. Belassen wir es dabei. Dude, Menschenfleisch ist was anderes als Aas. Dude, ich esse nichts, was gefault ist. Es ist so. Nur deine Leute gehen an den Müllcontainer und denken sich, der Brokkoli hier, der ist ja erst schwarz und schon 8 Jahre am Verfaulen, aber wir essen ihn trotzdem. Ich werde diesen Witz nicht machen, weil der voll rassistisch kommt. Ja, deine Leute essen Müll. Weißt du, mein Freund, du widersprichst dir oft. Wer hat gesagt, dass ich Türken meine? Meine Leute. Ich könnte auch mich auf die Stadt beziehen, in der du lebst, wo nur Affen herkommen. Gut, Heilbronn, das ist zwar ein kleines Kaff, wo nichts los ist. Aber wir sind gebildet. Davon merke ich bei dir aber nicht viel. Ja, weißt du, das beruht auf Gleichsein. Ja, Grammatikmeister, ich merk's. Halt die Fresse, ich habe mich nur versprochen. Nee, hast du nicht. Natürlich habe ich das. Ich glaube, du musst mal wieder zum Integrationstest. Ich bin besser integriert als 90% der Bürger in diesem Land. So, müssen wir noch darüber Ich und hör auf zu habe husten. gehustet. Weißt du, du könntest das hier muten, aber nee. Weißt du, eins musst du aber tun. Meine Imitation von dir wird mit Mal zu Mal besser. Halt's Maul. Ich meine, wenn das so weitergeht, lerne ich noch irgendwann in Uga Uga zu kommunizieren. Du bist doch ein Neandertaler.
Dafür habe ich einen Kopf voller Haare und du nicht. Wie schlimm. Das verletzt mich so sehr. Du weißt, dass mir Haare egal sind. Hört sich nicht ganz so an. Ich könnte schwören, dass ich ein bisschen Trauer in deiner Stimme höre. Ja, wie du vielleicht merkst, ich bin ein bisschen krank. Aber guck mal, so, obwohl ich krank bin, denke ich an deine Fans, die mich in Diablo sehen. Gut, ist das gut, dass die explodieren? Das muss so. Ah, na dann. Und seit wann habe ich Fans? Ich habe ja nicht mal Leute, die die Videos ansehen. Passiert. Hier, ich hab was für dich. Jibitumi. Und was war das? Hey, es ist absolut in allem schlechter als meine jetzige Waffe. Warum meinst du, dass ich dir es gegeben hab? Fick dich. So, was haben wir hier? Mehr Damage. Mehr Damage ist gut. Oh, da ist noch ein Item, das muss ich aufheben. Es war Gold. Das hat blutbeschmierte voll, Truhe. Hat sich voll gelohnt. Natürlich braucht es noch Schrott. So, und dann können wir aus der Höhle raus, nachdem ich das Gold genommen habe. Auf geht's. Hausen wir mal ein bisschen rum, bevor wir draußen sind. So, dann schnell mal die andere Höhle finden, die wichtige. Moment, willst du sagen, dass die, in der wir unsere Zeit verbracht haben, nicht wichtig war? Richtig. Traurig. Ich wurde belogen und betrogen. Du wolltest rein, ich nicht. Und du bist reingegangen. Weil du es wolltest. Ich bin nur gefolgt. Ist das da vielleicht eine Truhe? Ne, nicht eine Truhe, eine Höhle. Yeah. Weißt du, apropos Dark Souls, hast du schon das neue Berserk-Kapitel gelesen? Welches neue? Das neue da, wo der Rickard gegen diesen Geister-Schatten-Assassinen kämpft. Irgendwie sag's immer neu zu den Dingen, die schon Wochen alt sind. Das mag sein. Was mir gehört. Ich werde das Schwert seinem Besitzer zurückbringen. Dennoch, ich beanspruche es. Ah, sie ruft schon ihre Leute. Sag das auch. Jo, was denn erwartest du? Denkst du, Bösewichte in einem Spiel würden jemals beim ersten Treffen 1 gegen 1 machen? Was zur Hölle hast du in deinem, in den letzten 20 Jahren getan, während du gezockt hast? Die Höhlen nach Loot abgesucht. Das Gut, ist wichtiger. Das ist ein Argument, das akzeptiere ich sogar. Yay, wir haben ein Schwert. Teil. So, und das sollen wir zu Kane zurückbringen. Weißt du jetzt so, wo warte, mache ich so T. Was machst du? T? Drück auf T. Habe ich gedrückt? Weißt du, da fällt mir ein, ich glaube, dieser mysteriöse Fremde ist der erste schwarze Diablo-Charakter. Die ist schwarz. Du meinst der mysteriöse Fremde. Nee, wen denn sonst? Ich habe gedacht, du meinst Magda. Magda, der Fremde. Du hast gesagt die. Ich habe der gesagt. Sehr gut. Der mysteriöse Fremde. Fremder. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf? Oh ne, er ist nicht der Erste. Ich erinnere mich echt nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer. Und er ist nicht wirklich schwarz. Der ist Mexikaner. Ihre Anführerin Magda sagt. Ups. Moment, ich möchte noch mit Deckard Cain reden. Der hat sicherlich etwas zu sagen. Ja, ich mache in der Zeit mal mein Inventar klein.
Auf geht's. Was mich ein bisschen ankotzt, ich kann mit dem Tempelritter reden. Jedoch werden die Optionen nicht ausgegraut. Ich verstehe nicht wieso. Siehst du hier noch einen Stufe 1 Schmied oder schon höheren? Definiere, was Stufe höher als Stufe 1 ist. Bei Stufe 1 liegt alles so ein bisschen auf dem Boden, sieht ärmlich aus. Also bei mir liegt alles auf dem Boden, auf irgendwelchen Laken. Gut. Nee, ich hab halt geupgradet mit dem ganzen Gold, das ich hatte, weißt du? Aha. Und hab ich jetzt auch noch Stufe 1, oder? Klick mal drauf und schau mal nach. Ich hab Stufe 5. Wo zur Hölle kann ich erkennen, welche Stufe mein Schmied hat? Du drückst auf irgendwas und dann ist der unterste Punkt, also der unterste Reiter Ausbildung. Aha, nee, der ist bei mir noch Stufe 1. Ja, gut. Bilden die ihn auch ein bisschen aus, damit der etwas für die Gesellschaft tut. Oh, ich habe neue Stiefel. Die muss ich sofort anziehen. So, aber ich würde meinen, wir machen an der Stelle mit dem Part Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Ciao.